Auf jeden Fall. Ich habe mir die Sachen angeschaut von Jill Sander. Ich bin richtig, richtig begeistert. Also man merkt einfach, dass dieses Label ihr Ding ist. Vorher war das ja bei Prada, dann haben irgendwelche Leute da dran rumdesignt und so weiter. Ich bin hellauf begeistert von Jill Sander. Ich denke, man kann sogar mit 19 noch kreieren. Man kann auch mit 19 noch Kinder zeugen. Also man ist durchaus in der Lage, noch tolle Sachen zu machen. Und Jill Sander ist sowieso für mich ein Genie, ist eine super Kollektion. Ich habe schon Teile gesehen. Gratuliere ich nur zu. Das glaube ich ganz sicher, ja, dass man das kann. Wahrscheinlich auch noch mit 99. Aber natürlich, um Gottes Willen. Ich hoffe doch. Ich glaube da sehr dran. Ich habe die Kollektion noch nicht gesehen, aber ich freue mich sehr, sie zu sehen. Ich bin ein so großer Fan von Jill Sander, von Anfang an gewesen. Ich bin auch mit der Familie befreundet, deshalb bin ich da ein bisschen befangen. Aber ich muss sagen, ich habe mich tierisch gefreut, dass ich gehört habe, dass sie zum zweiten Mal zu ihrem Label zurückkehrt. Nachdem sie ja schon einmal zurückgekehrt war und dann wieder gegangen war. Und das Haus gehört ja jetzt schon seit einigen Jahren einem japanischen Konzern. Und die haben sie wieder geholt und sie ist 68, aber ihrer Mode sieht man das nicht an. Oder andersrum gesagt, vielleicht sieht man es ihrer Mode an, weil man sieht, was diese Frau für eine unfassbare Erfahrung hat, für eine unfassbare Intelligenz. Die neue Männerkollektion sowohl als auch die neue Frauenkollektion, die ja vorgestern gezeigt, nee, am Samstag gezeigt worden ist in Mailand, ist unglaublich. Ich war so begeistert von jedem einzelnen Look. Es ist gescheit, es ist intellektuell, es ist wahnsinnig modern, es ist clean. Und man kann gar nicht mehr sagen minimalistisch, weil das so abgenudelt ist, das Wort. Es ist sehr Jill Sander und sehr modern und großartig.